Mal eben kurz gucken, was da noch so alles angezeigt wird. Ach, egal, komm, wir können hier auch schon mal dabei ausrauben. Die ganzen Leichen hier plündern. Oh! Beuterucksack voll. Da würde ich sagen, bevor wir hier aufsammeln, erstmal Schnellverkauf machen. Aber ganz schnell. Gut, dass wir jetzt hier einen Außenposten eingenommen haben. Erst einmal hier ganz schnell verkaufen, bevor wir irgendwas aufsammeln. So. Dann gehen wir mal in den Shop. Ja, 64 von 64 ist klar. Zu verkaufen? Gegenstände 10? Ach, hier bestimmt hier diese komischen Spielkarten und so. Ach komm, Mensch, wir pokern hier sowieso nicht. Was? Beute kann nicht verkauft werden, Brieftasche voll. Kaufe etwas, leg... Ach du Scheiße, auch das noch. Ach. Wahrscheinlich konnte deswegen so wenig verkauft werden. Pass mal up. Faustwaffen. Nee. Zurück. MPs. Aha. Was haben wir denn hier? Nee, ist jetzt auch nicht gerade das, was mich jetzt hier gerade... Sturmgewehr. Ausgerüstet. Ja, da können wir auch nicht mehr Aufsätze für kaufen. Scharfschützengewehr. Ausgerüstet. Da haben wir auch schon 2 von 2 Aufsätzen. Naja, genau. Da haben wir auch schon das Bessere. So, gucken wir mal eben. Keine Aufsätze. 0 von 1 Aufsätzen. Gucken wir mal eben. Schaden, Genauigkeit, da ist es mehr. Dann machen wir mal anpassen. Ja. Erweitertes Magazin kaufen wir uns dafür mal. Zurück. Zurück. Was haben wir denn hier noch? Spezielles. So, pass mal auf. Können wir hier eigentlich noch irgendwas kaufen? Nee, leider nicht. 1 von 1 Aufsatz. Flammenwerfer. Oh, da können wir noch einen Aufsatz... großer Brennstofftank. Gut. Den haben wir ja sogar ausgerüstet, meine ich noch, den Flammenwerfer. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich meine ja... Leuchtpistole. Keine Aufsätze. So, Konsumartikel. Karten. Was haben wir denn bei Karten? Aha, Objekte Amanaki. Beute Amanaki. Beute Bad Town. Aha. Weiß ich auch nicht. Warte mal, was haben wir denn hier? Einzigartige Waffen. Die Shadow. Und der Shredder. Der Shredder. Da können wir aber leider keine Aufsätze kennen. Moment mal, 44er Magnum, Laufweiterung, optische Visier, 6-schüssigen Magazin und Lackierung. Sie wurde hinsichtlich Genauigkeit und Durchschlagskraft optimiert. Schaden. Da sind wir nur nicht leise mit unterwegs, ne? Und hier die Shadow. Eine angepasste Pistole. Genauigkeit? Ach du Scheiße, das ist natürlich cool. 1911 mit einem größeren Magazin, Schalldämpfer und individueller Lackierung. Sie wurde hinsichtlich Genauigkeit und Geräuscharmut optimiert. Oh, jetzt gucken wir mal eben ganz kurz. Faustwaffen, ne? Ausgerüstet. Ach, Schaden, auch so winzig. Ja, da würde ich doch sagen, wechseln wir die doch mal aus, Mensch. Ach, sicher.
So, pass auf. Dann machen wir jetzt hier Spezielles, ne? Einzigartige Waffen. So, die Cannon. Ja, die hat natürlich auch noch, ne? Aber nur 6. Und hier Schalldämpfer, größeres Magazin. Komm, ich würde sagen, die kaufen wir. Und wir rüsten die sofort aus. Und zwar ersetzen wir die hiermit. Super. Ach, jetzt sieht man auch hier. Gerade sah man das ja noch nicht so. Shadow verwendet. Okay, Moment mal eben. Ausrüsten ist doch wirklich, oder? Genau. Die haben wir. Okay, was ist mit dem Schredder los hier? Schussfrequenz, Beweglichkeit, Genauigkeit, Schaden. Müssen wir uns mal irgendwie merken. Genauigkeit, Schaden. Sturmgewehr. Welche haben wir denn jetzt immer genommen, welche so gut ist? Ausgerüstet. Ausgerüstet. Ach nee, ich glaube, dabei bleiben wir. Aber jetzt will ich mal eben eins wissen. Doch, das ist ja die neue. Klar, das ist die neue Waffe. Okay. So, nochmal halten. Ach, E gedrückt halten, habe ich gelesen. Sag nochmal halten. Okay. Einzigartige Waffen. Wieso steht jetzt da nicht ausgerüstet? Aber das ist sie ja. Komisch. Naja, gut, müssen wir wieder nicht verstehen. Schnellverkauf. Ah, Gegenstände 20. So, alles klar. Da haben wir jetzt das verkauft. Jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. Und jetzt gehen wir erstmal hier ordentlich einsammeln. Bevor sich hier die Rakyat sich hier alles unter den Nagel reißen. So, und Munition natürlich aufsammeln. Deswegen habe ich natürlich jetzt auch gerade keine Munition gekauft, keine neue. Weil wir natürlich jetzt erstmal hier auch wieder einiges aufnehmen werden. Und erst wenn das nicht reichen sollte... Sollen wir die eigentlich noch nachladen? Glaub nicht, ne? Dann kaufen wir was dazu. Eine Goldkette auch. Okay. Da ist eine Kiste. Also jetzt nehmen wir hier alles mit, was in Hito nagelfest ist, ganz ehrlich. Oh, da bin ich voll ehrlich, ja? Ach, wir müssen ja gleich... wir müssen gleich da auch noch alles mitnehmen. Dürfen wir nicht vergessen. Okay, liegt hier noch was? Irgendwie Muni oder was? Nö. Okay. Mein Gott, wird das hier schon wieder dunkel? Okay, wir gucken mal eben hier. Hier waren da auch noch einige, die wir platt gemacht haben. Ach, guck mal einer an. Leiche plündern. So. Okay. Ich hoffe, da haben wir auch alles eingesammelt. So, dann waren doch hier auch noch überall welche gewesen. Genau hier am Bootsbereich und so weiter und so fort. Schön, da hat schon geklackt. Das heißt, wir haben auch wieder Muni aufgesammelt. So, hier waren auch so viele. Ja, die liegen jetzt hier gemütlich im Sand. Mach ein kleines Nickerchen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Haihaut brauchten oder so. Oh, da ist einer. Der sieht so ein bisschen aus wie vom Boot überfahren. Nein? Halt. Ah. So, wir befreien dich da mal. Aber natürlich nur, um dich auszurauben. Ja, so sind wir. Den haben wir schon gemacht. Was wird denn da angezeigt? Ach, da am Steg ist noch eine Kiste. Cool. Ach, guck mal hier. Können wir auch häuten. Und dann
Alter, was ist das denn? Hat einer hier den Lichtschalter ausgemacht plötzlich? Und dann können wir das auch gleich sofort wieder verkaufen. Die sollen alle in der Hölle schmoren. Ja, da hast du recht. Die sollen alle in... alle in der Hölle schmoren, sagt er gerade. So, da haben wir auch wieder Muni eingesammelt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alter, ist das dunkel. Da sieht das sofort nicht mehr ganz so schön aus, wenn es so dunkel ist. Da ist so dieses Urlaubs-Strand-Feeling dann so ein bisschen weg. Sieht es etwas düsterer hier aus. So, komm schon. Du bist auch mit dabei. Sei dabei und lass dich ausplündern. So, normalerweise dürfen wir ja nicht mehr so viel Munition kaufen müssen gleich. Es macht immer klack, klack. Das bedeutet, wir sammeln immer Muni ein. Dabei fand ich, hatten wir doch, glaube ich, gar nicht so viel Muni verbraucht diesmal. Ja gut, natürlich schon einiges, aber nicht so viel, wie wir schon vorher mal verbraucht hatten bei der Eroberung von Außenposten. Da muss ich sagen, ging das ja hier doch noch relativ zügig. Relativ, wie gesagt. Okay, jetzt gehen wir hier nochmal hoch. Hier waren wir ja auch noch nicht tätig gewesen. Außer mit dem Umbringen. Da waren wir tätig. So, komm. Leiche plündern. Hier gehen wir auch nochmal drüber. Ich glaube, wir sind voll mit Muni. Ich glaube, wir sind voll. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal da rein in die Hütte. Plündern erstmal hier auch die Speicherkarte natürlich. Und gucken, was sonst noch da drin ist. Da müsste auch noch eine Kiste drin sein. Und dann verkaufen wir erstmal. Okay. Die Memory-Karte. Die Speicherkarte. Dann haben wir noch einen Verbandskasten. Dann haben wir eine Kiste. Halb zerknüllte Zigaretten. Ja, die können sauber halten. Scheiß Zigaretten. Okay, Speicherkarte Formel brauchen wir uns jetzt nicht durchlesen. Wie sieht's aus? Munition 0? Oh, doch nicht. $80, aber das ist natürlich Pillepalle. Das haben wir ja soweit ganz gut gemacht. Gut. Schön, gespeichert. Wir haben einen wichtigen Außenposten eingenommen. Ha, ich bin so ein Vollhonk. Was habe ich vergessen? Richtig, zu verkaufen. So, verkaufen. Ach, das ist auch dringend nötig. So, 15 können wir wieder loswerden. Aber wir haben immer noch so viel, Mensch. Wildschweinfell, jetzt mal ganz ehrlich, da brauchen wir doch, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Hundefell. Können wir auch verkaufen. Da nochmal Hundefell. Verkaufen. Blöd, dass er das gar nicht erkennt. Hundefell, nochmal. Tschüss. Hundefell. Zack. Okay. Ja, 30. Ich würde sagen, den... Halt. Ich würde sagen, gut, denn hier haben wir nochmal Hundefell. Da tauchen wir auch nochmal raus. Den Rest halten wir, glaube ich, erstmal fest. Gut. Nochmal gespeichert. Jetzt haben wir es aber, glaube ich, hoffentlich. So, jetzt raus hier. Guck, hätten wir da vielleicht auch drauf zielen können? Ah, man kann doch anvisieren. Ne? Und dann mit Rotpunkt dabei. Das ist bestimmt eine coole Knarre. Aber wir schalten jetzt erstmal wieder darauf um. Und gucken mal. Wie sieht es denn jetzt aus? Ach, genial. Das sieht doch schon besser aus. Jetzt sind wir hier im grünen Gebiet. So, jetzt nochmal eben kurz gucken. Ist hier auch nicht wieder irgendwas rot geworden? Da oben haben wir noch was Rotes. Da haben wir auch noch ein Relikt.
Ganz ehrlich, den da oben sollten wir uns eigentlich noch holen. Und ganz ehrlich, ich glaube, da möchte ich auch. Wir können anschließend... Wo ist er denn hier, der Bug? Da oben ist er. So weit oben. Pass mal auf. Dann könnten wir eine Schnellreise dahin machen. Genau. Und vorher gehen wir per Schnellreise... Haben wir irgendwo noch Hängegleiter? Werden hier irgendwo Hängegleiter angezeigt? Tü-tü-tü-tü-tü. Nee, ne? Schade. Wäre ich gerne hingegangen. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir hoffen mal, dass hier irgendwie ein Fahrzeug ist. Wir gehen jetzt mal zu diesem Rosthof hin. Yes, babe. Und dann gucken wir, dass wir da oben noch diesen Außenposten einnehmen. Und uns vor allem dieses Relikt noch sichern.